Ja, wir sind hier heute in der offenen Uni Berlin. Es gab einen Vortrag und eine anschließende Diskussion zu psilocybinhaltigen Pilzen, also Zauberpilzen. Stoffe, Substanzen, die psychoaktiv wirken, die in verschiedenen Settings eingesetzt werden. Einmal haben sie therapeutisches Potenzial, also in der Psychotherapie und Psychoanalyse, aber auch im sogenannten rekreativen Bereich werden sie eingesetzt als Genusssubstanzen, zum Beispiel auf Techno-Partys, auf Goa-Partys oder um bestimmten psychedelischen Zirkeln, um damit bestimmte Erfahrungen, High-Erlebnisse zu haben. Okay, viel Spaß. Ja, danke.